Ich befinde mich noch in meinem Büro in Berlin und bereite mich schon auf die Weihnachtstage vor. Natürlich ist noch vieles zu erledigen davor. Weihnachten verbringe ich wie jedes Jahr in meiner Heimat, in meinem Heimatort Lich mit der Familie. Traditionell haben wir einen Weihnachtsbaum mit natürlichen Kerzen und wir begehen das Weihnachtsfest so wie immer mit Gesang und Liedern und mit Bescherung. Darauf freuen wir uns alle. Glühwein oder heißer Apfelwein? Natürlich als Hesse lieber heißer Apfelwein. Weihnachtsmarkt oder Schlittschuhbahn? Ich würde die Schlittschuhbahn bevorzugen. Ich bin schon mit 4 Jahren auf Schlittschuhen gestanden und ich kann es auch heute noch. Ski oder Snowboard? Auf jeden Fall Ski. Ich hasse Snowboarder, weil die mir immer in die Quere fahren. Christkind oder Weihnachtsmann? Weihnachtsmann. Selbstgemachte oder gekaufte Geschenke? Heutzutage lieber gekaufte Geschenke. Ich bin, glaube ich, zu ungeschickt für Selbstgemachtes. Bunter oder einfarbiger Weihnachtsbaum? Ein möglichst einfarbiger Weihnachtsbaum mit wenigen farbigen Kugeln. Jetzt kommen wir zu dem kleinen Quiz. Seit wann gibt es den Adventskranz? 1925 oder 1725? Ich weiß es nicht genau. Ich würde schätzen, seit 1925. Unter welchem Zweig darf man sich küssen? Kiefernzweig oder Mistelzweig? Ja, unter dem Mistelzweig. Welcher ist kein Name für den Begleiter des Nikolauses? Rudolf oder Knecht Ruprecht? Rudolf, natürlich. Wann wird in Deutschland Heilige Drei Könige gefeiert? Am 6. Dezember oder am 6. Januar? Das müsste jeder Liberale wissen, weil wir am 6. Januar die Heiligen Drei Könige in Stuttgart im Staatstheater begehen. Bei welchem Weihnachtsplätzchen sagt der Name nichts über die enthaltene Zutat aus? Zuckerkuchen oder Pfefferkuchen? Pfefferkuchen, weil er in Wirklichkeit gar nicht gepfeffert ist. Wird es Ihrer Meinung nach die GroKo an Weihnachten 2020 noch geben? Zu meinem tiefsten Bedauern leider ja. Und was ist Ihr politischer Weihnachtswunsch für dieses Jahr? Möglichst wenig mit Politik zu tun zu haben. Ja, ich freue mich, wenn alle meine liberalen Freunde in Hessen ein friedliches Weihnachtsfest verbringen können und sich insbesondere um ihre Familien kümmern. Politik beginnt dann erst im Januar wieder.